Wir haben in den letzten Jahren erfolgreiche Schritte gesehen, die Energiewende günstiger zu machen, mehr effizient reinzubringen. Die jüngste Novelle hat Elemente von mehr Markt. Da ist noch einiges zu tun. Wir müssen europäischer werden. Wir müssen möglicherweise über Ziele nochmal diskutieren. Aber im Kern müssen wir vor allem aufpassen, dass wir möglichst geringe Kollateralschäden haben. Also wenn es um die Verteilung von Kosten geht, ist auch die Frage, wer ist denn derjenige, der sie am besten tragen kann? Und vielfach sind das halt nicht die Unternehmen, die international unterwegs sind. Mir ist wichtig, dass die Energiewende effizient geschieht. Es ist richtig, dass wir in den letzten Jahren viel über die Kosten diskutiert haben. Wir haben aber zu viel über die Verteilung der Kosten diskutiert. Da gibt es wichtige Fragen, sowohl in den Haushalten als auch in den Unternehmen. Aber wir müssen auch stärker wieder dahin gehen, Energiewende effizient zu machen und uns nicht nur über die Verteilung der Kosten zu streiten. Wir haben auf europäischer Ebene ein Effizienzziel, ein Einsparziel, was nicht wirklich erreicht wird. Wir werden in Deutschland die Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen, haben die ja eher übererfüllt und damit zwischendurch die Kostenlast eher erhöht und sind da ganz gut auch in der Bewegung. Also es liegt nicht an der Menge. Wir haben genug erneuerbare Energien, um ins Ziel zu kommen. Aber zu den Zielen gehört halt auch, dass es für den Industriestandort praktikabel ist und bezahlbar ist. Und da müssen wir noch arbeiten. Die Energiewende ist ein Weg ohne Fahrplan. Da müssen alle ganz, ganz intensiv arbeiten. Die großen Energieversorger stehen vor der Neuaufstellung ihres Geschäftsmodells. Die Netzbetreiber haben ganz neue technische Herausforderungen. Die Betreiber und Entwickler erneuerbarer Energien haben riesige technische Herausforderungen. Die müssen dafür sorgen, dass ihre Technik besser steuerbar ist und besser an den Markt angepasst werden kann. Und die Politik muss immer wieder hinterfragen, die Regeln und die anpassen an die neue Situation. Bei der Energiewende darf sich keiner auf die volle Haut legen.